Mit der Herstellung des Bodenbleches für die selbsttragende Karosserie beginnt die Produktion des Trabant 601. Sorgfältig durchgebildete Einzelteile geben diesem Wagen die anerkannte Stabilität eines Qualitätsfahrzeuges. Aus besten Blechen ausgesuchter Produktionen werden diese Stahlteile hergestellt. In großzügigen Hallen werden auf modernen Pressen die Teile des Stahlblechgerippes für die selbsttragende Karosserie geschnitten, gestanzt und gepresst. Mit der Bodengruppe beginnt auf der 400 Meter langen Schweißstraße die Komplettierung des Fahrzeuggerippes. Qualifizierte Facharbeiter übernehmen die Verantwortung für jedes Einzelteil. Was früher in schwerer körperlicher Arbeit entstand, schaffen heute Fließbänder und eine gut durchdachte Technologie. Automatische Vorrichtungen setzen die Seitenteile ein und die geschickten Hände der Karosserieklempner komplettieren den Stahlkörper mit größter Sorgfalt und Sicherheit. Die letzten Unebenheiten werden beseitigt und das Karosseriegerippe ist fertig. Hier wird es mit dem wichtigen Korrosionsschutz versehen. Im Tauchbad erhält jede Stelle der Karosserie ihren Schutzanstrich. Das ist Baumwolle. Aus Baumwolle und Kunstharzen entsteht eine Vorstufe des Duroplast. In 90 Lagen wird das Vlies übereinander gelegt und modernste Isotopenmessvorrichtungen überprüfen die Schichtdicke. Zugeschnitten wird es zu den Duroplast-Karosserieteilen gepresst. Bei einem Pressdruck von 50 Kilopond pro Quadratzentimeter und einer Temperatur von 180 Grad Celsius vereinigt sich das Kunstharz mit der Baumwolle zu dem elastischen, widerstandsfähigen Pressstoff. Erstmalig in der Welt wurden im Sachsenring Automobilwerk großflächige Kunststoffteile wie Motorhauben, Dächer, Kotflügel und Kofferraumklappen für die Fahrzeugproduktion in Großserie hergestellt. In regelmäßigen Abständen werden aus der laufenden Produktion Proben entnommen und geprüft. Um die Qualität der Plaste zu garantieren, werden im Werklabor von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Laboranten Versuche durchgeführt. Duroplast ist dem Stahl nicht nur gleichwertig,
sondern überlegen in Korrosionsfreiheit und Formbeständigkeit. Im Karosseriebau werden die hochwertigen Plasteteile vom Dach angefangen, durch Falzen, Kleben und Schrauben mit dem tragenden Stahlkörper verbunden. Die selbsttragende Karosserie ist fertig und bekommt ihre Farbgebung. Auch hier steht modernste Technik im Vordergrund. Automatische Taktstraßen bearbeiten die Getriebegehäuse. Die Zahnräder für die Getriebe werden auf vollautomatischen Verzahnungsmaschinen hergestellt. Und wieder gesteuerte Bänder, an denen Facharbeiter mit größter Sorgfalt die Getriebe montieren. Der komplette Fronttriebsatz wird zur Endmontage geleitet und mit der Karosserie fest verbunden. Stück für Stück wächst jetzt Ihr Trabant 601. Vollautomatische Transportbänder bringen die Zubehörteile bis an den Montageplatz. Der Trabant 601 ist fahrfertig. Zum ersten Mal wird er auf die eigenen Räder gestellt. Und nun startfrei. Aber zunächst auf den Prüfstand. Das ist er, Ihr Trabant 601. Frontantrieb, 600 Kubikzentimeter Zweitaktmotor, 23 DIN PS, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe, 6,8 Liter Normverbrauch und eine Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Noch einmal wird er mit Präzisionsgeräten durchgeprüft. Zwickauer Testfahrer auf der international bekannten Sachsenring-Rennstrecke. Trabant 601. Hervorragende Straßenlage. Auf nasser Bahn ebenso sicher. Bremsproben. Beschleunigung. Nun heißt es
fahren, fahren, fahren. Empfehlung, der Wagen für Sie. Trabant 601 aus den Sachsenring Automobilwerken Zwickau, Deutsche Demokratische Republik.